gut. Irgendwas stimmt mit dem Abbordlaser nicht sehr. Ach. Wir sollten einen detaillierten Scan durchführen, um die Ursache des Problems zu bestimmen. Okay. Wie sieht man übrigens hier wegen diesem Ausrufezeichen? Das ist ein NPC. Backup-Laser. BTS, sowas kann man auch unter Foundry machen. Und unter Foundry wegen diversen Autoren, nenne ich es jetzt mal, die Farm-Mission gemacht haben mit Gegnern, die einfach nur dastehen, sich nicht wehren, haben wir das nicht mehr zur Verfügung, dass die sich nicht bewegen. Das heißt, wenn mich jetzt ein NPC so etwas geben würde, würde der rumlaufen. Was sehr doof wäre. So, Mini-Laser-Scan. Admiral, das Energiesystem des Abbaulasers ist nicht stark genug. Es wird das Tritanium nicht schneiden können. Ich denke, es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Ihre Ausbildung wird Ihnen dabei behilflich sein. Ihr Ausbilder für angewandte Taktiken hat Ihnen immer eingebläut, alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um den Job zu erledigen. Sie sind der Meinung, dass Sie die Energiezelle einer Handfeuerwaffe modifizieren können, um die Leistung des Abbaulasers zu erhöhen. Waffen der Sternflotte sind nicht kompatibel, aber die Remaner haben vielleicht etwas Geeignetes in der Höhle zurückgelassen. So, dann müssen wir jetzt suchen. V. Und V sagt in die Richtung, was garantiert nicht stimmt. Da liegt wahrscheinlich irgendetwas, das näher ist als das, was wir haben. Genau, jetzt sagt er hier rein. Und da leuchtet auch schon was. Ich mag es, wenn irgendetwas leuchtet. So, stellen Sie die Energiezufuhr oder Waffensicher. Wow. Spinnen! Eisspinnen! Eisspinnen! So. Gib mal Eisspinnen. Ich verabscheue Spinnen. Warum versucht jede neue Spezies, auf die wir treffen, uns zu töten? Ich glaube, das war sogar ein Zitat von Pille. Schön. Ich glaube, das war wirklich ein Zitat von Pille. Irgendeine Tossfolge hatte er das, glaube ich, mal gesagt. So, das haben wir. Next. Da lang. In dieser Kammer. Genau, da leuchtet es. So, wieder irgendwas, was uns angreift? Nein. So. Blub. Und? Wo lang jetzt? Nächste Kammer. Ah, da hinten. Da leuchtet was. Da, wo wir reingespawnt sind. Warped sind, beamt sind, wie auch immer. Energieakkus nehmen. Und mehr Eisspinnen. Also. Das war kein Problem. So, die Waffenakkus verbinden. Ist da vorne. Ach, das sieht man hier auch auf dem Minimap. Sie haben alle Energiewaffen, die Sie benötigen. Doch bevor Sie sie verwenden können, muss... Um die Leistung des Abbaulasers zu erhöhen, müssen sie koppeln und eine Steuerungseinheit installieren, die stark genug ist, um den Energiestoß zu verarbeiten, ohne dabei durchzubrennen. Okay. So. Diese verlassene Laborstation wurde eventuell genutzt, um das Erz abzuschneiden, das Remaner gesammelt haben, während sie diesen Instandhaltungstunnel gebaut haben. Oh, erstmal um die Spinnen kümmern. Sehr schön. Energieakkus platzieren. Und. Plopp. Vorbildlich, vorbildlich. Wäre es ein Foundry-Autor, wäre ich begeistert, dass er an solche Kleinigkeiten gedacht hat. Das sind aber sehr klein, die Energieakkus. Und verbinden. Schön mit einer kleinen Wupp-Wupp-Wupp-Animation. So, und verbundene Energieakkus nehmen. Na, dass ob die jetzt so verbunden sind, so aussehen tut sie nicht. Egal. Das zusammengesetzte Energiepack kann jetzt verwendet werden. Jetzt müssen Sie es nur noch in den Abbaulaser installieren und die Daumen drücken. Also, alle mir gleich die Daumen drücken. So richtig schön drücken. Nee. Das können wir jetzt so machen wie bei Dora the Explorer. So ganz doof. Wo, drückt ihr mir jetzt die Daumen? Ich kann. Wir müssen fester drücken. Ich kann es nicht. Blablabla. Nein, ich glaube, so etwas lassen wir lieber. So. Es hat funktioniert, Sir. Die Energiezufuhr zum Abbaulaser stabil. Er sollte feuerbereit sein. So, das heißt wieder hier hinten. Okay. Hier ist die Steuerung des Minenlasers. Warum ist hier die Markierung, wenn die Steuerung doch eigentlich hier hinten war? Sage ich doch. So, erstmal runter. Wenn man eine Konsole verwendet, sollte man nicht auf dieser Konsole draufstellen, außer man will sie mit den Füßen verwenden. Oder mit purer Gedankenkraft. Und, oh, das sieht schön aus. Schade nur, dass die Animation nicht richtig angezeigt wurde. Scheint liegt das an den an den Teilen. Egal. Geschafft! Der Weg in die Remanische Basis ist frei, Admiral. Die Remaner werden gewarnt sein. Wir müssen also vorsichtig sein. Doch ich habe das Gefühl, dass Obi-Exec uns sehen will. Ja, wie kommst du darauf?
teile deine Gründe für deine Gefühle mit mir. Bitte, ich bin irritiert. Warum bist du der Meinung, dass er uns sehen will? Na egal. So, betreten Sie die Basis und finden Sie Obisek. Chioniumgas, so. Yay! So, hier gibt es noch eine Anomalie. Anomalie, na die will ich wenn schon mitnehmen. Okay, hier ist auch noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich auch mit. Und jetzt? Doch dahin. Und zwar hier hinten. Genau. Remana scheint es erwartet zu haben. Vielleicht hätten wir anklopfen sollen. Haben wir doch. Haben wir auch den Laser verwendet. Das fehlt doch als Anklopfen. So, mitten in dem Raum. Irgendwie schön mit den Nebeln. Da hat man so richtig das Gefühl, dass es kalt ist. Diesen hellen Nebel. Man kann ja auch mit Remana sprechen, aber das sparen wir uns mal. Mann, ich hab wieder Spannung. Was, es ist bemerkenswert. Die Remaner müssen das alte Schiff demontiert und Stück für Stück nacheinander runtergebiet haben, um das alles zu bauen. Jupp. So, schauen wir mal, was gibt's hier drin. Jupp, da oben ist irgendetwas, womit wir interagieren können. Interagieren, genau. Ah, das ist nicht das, was ich wollte. Ja, ich kann eine Kiste durchsuchen. Ich mag es, Kisten zu durchsuchen. So, von wildfremden Remanern, von denen wir nicht wissen, ob die uns töten wollen, gehen wir einfach mal hin und durchsuchen die Kiste. Was machen sie hier? Ja, das weiß ich selber nicht so genau. Ich durchsuche Kisten. So, mal schauen, was haben wir hier? Falsche Tür. So. Ja, das war zu früh. Sehen Sie sich jetzt die Animation nicht? Jetzt sollte vorbei sein. Direkt vor uns. Also hier. Ah, da. Da. Ich wollte das Zeug. This place won't be safe forever. We have to be ready to leave at a moment's notice. Prepare the. Ah, it's you. Hi. Welcome to the heart of the resistance, little spy. Ich bin kein Spion. There is so much for us to discuss and so little time. The Tal Shiar have discovered this, our last refuge. They will be here soon, and my people and I will have to fight for our lives. Ach, das schafft ihr schon. Yet one question remains. Ja. Will you be our friend or our enemy? Also meiner Meinung nach, er kämpft gegen die Romulaner. Das ist, macht ihn mir schon mal sehr sympathisch. Ups, sorry, ich hab gegen das Mikrofon gehauen. So. Ja, ich gestikuliere während ich Let's Playe. Das macht zwar gar keinen Sinn, weil ihr davon überhaupt nichts mitbekommt, aber ich gestikuliere viel. So, mit Obi-Sex sprechen. My hope is that you are here to talk. But I am prepared for the alternative. Anscheinend bin ich auch zu sprechen hier. Meine Waffe habe ich noch nicht gezückt. The Tal Shiar could arrive at any time. Speak quickly. Ja, ja. So, also wir haben hier die Möglichkeit, die wir machen müssen. Und wir haben ganz viel Optionales. Ach, komm, mach mal einfach mal so. Bin zwar nicht mit ihrer Taktik einverstanden, aber ich werde sie nicht aufhalten. I am glad you see things my way. Ja, get instructions from your commanders if you must, but the battle rages and we must join it. With your help, my people will be free. Ja, natürlich. Ob ich es gehen lassen. I'm pleased you see that my cause is just. Ja. We can do great. Sir. Romulan transporter signals detected. I will return to my ship and attempt to hold off their forces. Help my soldiers defend this base. Start the evacuation. We must get the civilians out. The Tal Shiar have entered the base. Commander Roshna, transport the reinforcements here. Tell them to assist our new ally. Security forces transporting. Sehr schön. Fight well, my friend. My people are counting on you. Ich frage mich schon jetzt, wenn wir jetzt verachten wollten, ob wir dann gegen beide kämpfen müssen, als Tajia und Remana oder... Admiral, wir haben ihr Transportersignal und das ist das Außenteam verloren. Tajia muss eine Transporterblockierung aktiviert haben. Sie müssen die Blockierung finden und ausschalten. Jawohl, ja. Können wir hier durch? Den Weg abkürzen? Nein, hier ist keine Tür. Wäre ja auch zu einfach. So, sonst hier noch irgendwas? Nein, aber ich kann mit irgendwas hier hinten interagieren. Ist mir jetzt auch egal. Oh, da hinten stehen Feinde hinter der Tür, also fange ich mal zu Waffen an. Und Geronimo, Kommando des Tal Shiar. Seid keine Gegner für mich. Niemand, der sich mir in den Weg stellt. Held liegt. Werden alle vernichtet. Okay, so.
Das ist so toll. Lassen Sie hingehen. Eben vom Englischen let him go or take him. Eigentlich haben wir das so. Und haben dann natürlich Probleme bei der Übersetzung. Das ist aber auch schon seit Ewigkeiten so. Ich glaube, das war noch nie anders, als seitdem ich Star Trek Online spiele. Und das sind schon über 2 Jahre. Naja, so Kleinigkeiten. Darauf kommt es dann wirklich nicht an. Man weiß ja, was mit dem Ding. Long. General, das Mensch hier. Oder General. Wie man es auch immer nennen will. Das stimmt. Ja, lass dich doch einfach betäuben. Lass dich von mir betäuben, bevor die Rechnung den Mann dich töten. Ich würde dich zwar auch töten, aber ich darf das nicht mit Föderation. Egal. Transporterblockierung ausschalten. So. Die Remmer. Gleich gesehen. Sie haben gefroren abgeschlossen. Die Remmaner sollten die Station jetzt im Griff haben, Admiral. Wir sollten auf das Schiff zurückkehren und Admiral zu nahe Bericht erstatten. Obisek vertraut uns. Ich weiß nicht, ob er damit recht hat, dass Sakis Handlungen von außen beeinflusst werden, aber ich bin mir sicher, dass er diese Dämonen für real hält. Das wäre, glaube ich, in den optionalen Sachen auf jeden Fall. Da ist er der Meinung, dass es da solche Dämonen gibt von Zeit und Raum, die Hakif und so weiter steuern. Wie man ja daraus hätte erkennen können. Egal. Wenn es jemanden gibt, der Hakif befohlen hat, die Remaner anzugreifen, handelt es sich hier nicht mehr um eine rein interne Angelegenheit und die Vorgaben der obersten Direktive sind nicht eindeutig. Selbst wenn er im Unrecht ist, Obisek bittet die Föderation um Hilfe. Ohne diese Hilfe besteht die Gefahr... Ja, der Idioten. Respawn. So. Dass der Alarm weg ist. Oh, hier ist eine Kiste. So viel Zeit muss sein. So, okay, dann machen wir das jetzt mal ganz einfach, weil der Dialog nicht mehr auftauchen will. Kommunikation. So. Wenn es jemanden gibt, der Hakif befohlen hat, die Remaner anzugreifen, handelt es sich nicht mehr um eine. Selbst wenn er im Unrecht ist, Obisek bittet die Föderation um Hilfe. Ohne diese Hilfe besteht die Gefahr, dass die Remaner ausgelöscht werden. Sollen wir diesen Genozid einfach ignorieren? Ja, das ist eine Frage, die musste Picard sich auch stellen. Auf jeden Fall, das ist etwas, was jeder STO-Spieler wissen sollte. Hier in dem Missionslogbuch kann man auch auf Protokolle gehen. Kommunikation und da hat man die ganzen Kommunikationssachen, wenn man aus irgendwelchen Gründen irgendwas überklickt hat. So, rausbeamen. Ja, und jetzt wäre es wieder. Ja, egal. Rausbeamen. Manchmal mache ich es mir unnötigerweise komplizierter, als es sein müsste. So, und sind wir jetzt im Sektor rum? Ja, wir sind im Sektor rum. Hui! So, und Admiral Tanaa rufen ihr wieder zu. I sympathize with Obisek's plight, but I do not know if we will be able to assist him. He has no proof of these demons that he claims are directing Hakif's actions. Without that, becoming directly involved in this conflict would be a violation of the Prime Directive. We will protect the Federation, offer aid to the refugees, and keep this conflict from spilling over into our territory. But if Obisek and his followers are going to continue this fight, they will do so without Starfleet support. Ach, naja, egal. Aber wohl nicht ändern. Ich hätte Obisek geholfen, allein schon, weil er gegen die Remulaner ist. So, Remulanische Disruptor-Strahlpistole nehmen wir mal, weil die hat mehr SPS, also Schaden pro Sekunde, als die Remulanische Disruptor-Spaltgewehr. Congratulations, yay! Die kann sich nicht entscheiden, wer jetzt mit mir reden will. So, wir werden vom Quinn gerufen. Großadmiral, neue Befehle für Sie. Ja, Kontaktadmiral obere Hälfte, das können wir uns ja alles sparen. Die Texte kennen wir ja mit der Beförderung. So, dann haben wir einen neuen Offizier bekommen. Lau, und nehmen wir auf Stationen. Und schauen wir mal, was haben wir denn hier? Lilane Offiziere, da haben wir noch gar keine. Yay! Ja. Okay, schauen wir mal. Technisch, taktisch, also taktisch, technisch, taktisch, wissenschaftlich, technisch, taktisch, technisch. Fehlt uns zu wissen, Tellarit will ich nicht. Auch erst recht keinen weiblichen Tellarit, sorry, Jan, auch nicht. Na komm, nehmen wir einen Beta zu ihnen. No, jetzt aber noch nicht. Können wir später immer noch machen. Ansonsten verfügbar. So, da haben wir hier wieder eine PvP-Mission. Die können wir ja schon mal annehmen. Dann haben wir noch eine PvP-Mission. Die können wir auch annehmen. Und was wolltet ihr sonst noch alle von mir? Hitchup, Mikey, Dorastius, Bürgeroffizier, Quinn, Neumu. Admiral Dabak, der hat zwischendurch uns sich auch mal gemeldet. Ich habe Ihren Werdegang genau verfolgt, Admiral Kran. Sprechen Sie mich an, wenn Sie einen Moment Zeit haben. Admiral Dabak befindet sich im Omega-Pavillon auf DS9. Ja, wenn wir bei Gelegenheit machen.
auf Level 50 dann. So, hier haben wir wieder einige Stoffaufträge fertig. Können wir schauen, ob wir